Und wir bauen jetzt hier so eine unendliche Wasserquelle. So, und perfekt, Freunde, die unendliche Yay! Wasserquelle ist fertig. Und das ist kein Pool, das ist eine Wasserquelle, Vitamine. Es ist aber so heiß. Hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, Vitamine und ich sind wieder auf unserer kleinen Skyblock-Insel. Freunde, das ist ja hier der dritte Teil von unserer Skyblock-Insel. Wir haben auf jeden Fall hier schon einiges gebaut, ihr seht es. Und das haben wir hier letztes Mal gebaut, unser schönes Haus. Das ist richtig schön hier, oder? Genau, und ein Pool ist hier drin. Hey, stopp, kein Pool. Aber Freunde, um einen Pool oder sowas ähnliches wird es heute geben, Freunde. Ganz, ganz viele haben sich nämlich letztes Mal gewünscht, dass wir uns ein eigenes Aquarium bauen mit Tintenfischen und noch vieles, vieles mehr drin, Freunde. Das wird wirklich total klasse. Und wenn ihr weitere Ideen habt, was wir hier bauen können auf unserer kleinen Skyblock-Insel, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Lust auf den nächsten Teil habt, dann liked genau jetzt das Video, Freunde. Als alle jetzt vielleicht das Video liken, Freunde. Und wenn du das Video likest, kommt direkt morgen das nächste Video. Oh ja. Und ich würde sagen... Das Video, ich will noch ein Video. Genau. Wir fangen direkt an mit diesem riesen Aquarium. Wir haben ja hier schon eine unendliche Wasserquelle, ne? Das ist ja schon mal ganz, ganz gut. So. Und guck mal, Vitamine. Nimm dir mal hier Blöcke raus. Wir haben hier nämlich ganz, ganz viele Prismarienblöcke. Okay, warte mal. Oder nimm du erstmal alle raus. So, ich habe eine Idee. Guck mal, hier könnten wir doch irgendwie sowas lang bauen. Oh ja, das ist eine gute Idee. So, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen mehr Platz. So, perfekt. Genau, der Steg kann einfach so in die Richtung gehen. Lass uns lieber mit den anderen Blöcken hier bauen. Oh ja, aber du brauchst noch einen Zaun. Nicht, dass wieder Mr. Kuh und Mr. Huhn abhauen. Oh ja, ich würde sagen, du baust das aus Eichenholz, aus dem normalen Holz. Und ich baue in der Zeit auf jeden Fall hier mal ein bisschen Zaun. So, Freunde. Haben wir ein bisschen Holz? Ja, natürlich haben wir Holz, so Freunde. Wir nehmen uns ein bisschen Holz raus, perfekt. Ja. Und craften uns sofort mal direkt hier so ein paar Zäune, damit Mr. Kuhn, Mr. Schaf nicht rausgeht. Mr. Schaf? Wir haben gar kein Schaf, Sandy. Ach so, Mr. Kuhn und Mr. Chicken meine ich. Oh, Mann, Sandy weiß nicht mal, welche Tiere wir haben. Aber egal, so. Ich weiß, dass wir ein orangenes Tier haben, auf jeden Fall. Ach, egal. So, und ich habe ja dieses Weizen schon vorbereitet. Oh, und dann können wir auch Mr. Kuh irgendwann paaren. So, sehr, sehr gut. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Und ich würde sagen, Freunde, wir kommen jetzt hier zu den Prismarienblöcken. Wie findest du die Blöcke? Wow, warte mal, die sehen ultra cool aus. Aber normalerweise gibt es doch da so eine dicken Fische, die voll gruselig sind. Oh ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. So, ich würde sagen, komm, Vitamine. Hier kommt auf jeden Fall so der ganze Boden hin. Und wir werden das ganze Aquarium gleich mit Wasser füllen und mit Leben befüllen. Das ist wirklich ein riesengroßes, tolles Aquarium. So, bau du auf jeden Fall mal hier den Boden weiter. Und ich würde sagen, Freunde, so, wir bauen hier so genau. Hier kommt auf jeden Fall das riesengroße Aquarium hin. Oh, das ist wirklich total klasse. Was hat ein Aquarium? Wir müssen Holz. Wir müssen schon mal Glas brennen. Oh ja, Glas brennen. Okay, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Denkst du, das reicht so? Ich glaube auf jeden Fall schon. So, Freunde. Geh du schon mal Glas brennen? Oder warte mal, ich kann ja auch, egal. Schmeiß rein das Zeug. Oh ja, ich schmeiß rein das Zeug, Vitamine. So, ich habe hier 11 Sand. Haben wir noch ein bisschen Sand oder sowas? Ich glaube, das sollte... 32. So, ich habe 25 Glas schon. Oh, das wurde schon gebrannt, Freunde. Aber es wird auch schon wieder nachts, ne? Wir müssen aufpassen. Genau, Sandy, wir müssen uns beeilen, weil hier wollen ja auch die Fischis drin wohnen. Auf jeden Fall. So, Freunde, wir platzieren hier alles rein. So, oh Gott, nicht alles auf einmal platzieren. So, Freunde, wir bauen das hier ganz, ganz easy zu. Denkst du, das reicht von der Größe so? Ich würde sagen, wir machen noch einen Block weiter, okay? Okay, einen Block noch weiter. Oh ja, dann platziere aber hier den Boden noch ein bisschen weiter, dass wir immer um das Aquarium auch herum gehen können. Das wäre wirklich sehr, sehr gut. So, Freunde, hier kommt auf jeden Fall, genau das Glas hin, perfekt. Aber, oh Gott, ich hoffe, es spawnen hier keine Monster hier drin, weißt du? Ja, warte mal, es ist ja schon wieder Nacht. Oder wir gehen schlafen. Ich weiß auch nicht, was das Beste ist. Ich auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Kuh versucht auszubrechen aus ihrem Stall. Mr. Kuh. Mr. Kuh, rein mit ihnen. Oh, warte mal, Freunde. Sehr, sehr gut. Okay. Sandy, guck mal, ich habe die Brücke nochmal ein bisschen umgebaut. Oh ja, sehr, sehr gut, dass wir hier so ein bisschen Zaun haben. Genau, dass das Ganze ein bisschen sicherer ist. Unser Aquarium sieht bis jetzt so aus. Das gefällt mir schon richtig gut. Ich schaue nochmal, ob ein bisschen Glas gebrannt ist. So, wie viele Hütchen haben wir eigentlich hier, Vitamine? Wir haben über 4. Die machen so viele Eier. Wir können, glaube ich, irgendwann eine unendliche Hühnerfarm machen. Oh ja, ich glaube auch, Freunde. Wir haben wieder hier ein bisschen Glas bekommen. 5 Glas. Okay. Hier hinten sieht auch alles nochmal in Ordnung aus. Freunde, schaut uns mal
das Aquarium an. Okay, ich würde sagen, sollen wir schon mal anfangen, ein bisschen Wasser reinzulegen? Ja. Okay, warte, ich hol schon mal Wasser. Hast du Wasser? Oh ja, ich habe Wasser. Volle Wasserkraft, Freunde. Und, oh Gott. Ich glaube, das dauert aber ein bisschen, bis mir das hier alles aufgefüllt habe. Warte. Okay, warte, ich bin bei dir. Warte mal, ich habe eine Idee. So, wo bist du? Hier unten. Okay, wir machen hier einfach eine unendliche Wasserquelle rein. Oh ja, ich glaube, das ist die einzige gute Idee, Freunde, wie wir das überhaupt das Problem lösen können. So, haben wir es geschafft? So, Sandy, guck mal, hier ist eine unendliche Wasserquelle und jetzt kannst du hier das ganze Aquarium voll machen. Oh ja, Freunde, ab geht es. Wir füllen das ganze Aquarium. Das ist wirklich total klasse. Oh Mann, ich bin sowas von gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Und du? Sandy, das ist schon jetzt überkrass hoch und ich verliere mal runter. Oh ja, pass auf. Okay, Freunde, ich würde sagen, Vitamine. Warte, wir sperren Vitamine ein, Freunde. Hey, warte, ich bin doch kein Fisch. Lass mich hier raus. Schaut euch diesen besonderen Fisch an. Dieser Fisch ist eine ganz spezielle Gattung, nämlich die Gattung orangener Fisch. Und dieser Fisch ist, oh Gott, ist er ganz selten und er kann nicht schwimmen, Freunde, dieser Fisch. Komm da raus, Vitamine. Oh, ey, komm da raus. Oh Gott, ich komm mir echt nicht mehr raus. So, und Blanche. Du bist ja verrückt. Okay, ich würde sagen, wir können hier so ein kleines Glasdach machen, oder? Ja, genau, das sieht doch ultra krass cool aus. Damit können wir dann von oben und von den Seiten gucken. Genau, Freunde. So, wir können dann von hier überall reingucken. Aber lass noch ein bisschen frei. Haben wir jetzt alles voll gemacht mit Wasser? Ja, ich glaube schon. Warte mal, soll ich nochmal reinspringen? Warte, Freunde, nein. Aber Sandy, guck mal, wir können das Dach noch ein bisschen verschönern. Auf jeden Fall. So, Freunde, wir verschönern ein bisschen das Dach. Und wir können jetzt immer hier nach unten gucken, Freunde, was abgeht. Okidoki. Ich würde sagen, lass uns mal ganz, ganz schnell zu unserer Base gehen. So, und hey, Mr. Chicken, was machen Sie hier? Ausgebrochen. Das gibt es doch gar nicht. Mr. Chicken, kommen Sie. Das ist hier Ihr schöner Stall. Ich meine, wow, Vitamine. Freunde, wir haben hier ein weiteres Ei. Und, ich habe mich abgeworfen. Tut mir leid. Aber Sandy, wollen wir jetzt die Tintenfische einlassen? Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe aber noch einen kleinen Plan, den wir hier machen, Freunde. Nämlich wollte ich erstmal hier ein bisschen Leitern craften, weißt du? Stimmt. Das ist ja ultra krass schlau. Okay. Bring die auf jeden Fall mal mit. Mr. Kuh. Oh, mein Ey. Hey, Sandy, Mr. Kuh ist in meinem Bett. Hey, Mr. Kuh, raus mit Ihnen. Ey, Mann, das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht einfach in unser Haus reingehen. Du spinnst doch. Mr. Kuh, so. Du kriegst keine Milch mehr. Ruhig jetzt hier raus und zack. Oh Mann, Freunde. Der ist ja verrückt, der junge Vitamine. So, ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Leiter. Warte mal, Freunde. Wir können doch aus der Kuh eigentlich Milch rausholen, oder? Oh ja, stimmt. Und dann können wir einen Kuchen backen. Oh ja, einen Kuchen backen, Freunde. Das können wir auch machen. So, und ich habe Milchvitamine. Ja, wie lass cool uns die ist schmecken, das denn? Aber komm, wir wollen die Tintenfische einlassen. Okay, Freunde. Seid ihr bereit? Wenn ihr wollt, dass wir jetzt das Aquarium beleben, dann like genau jetzt das Video, Freunde. Also alle jetzt vielleicht das Video liken. Ich würde sagen, Freunde, wir bauen erstmal hier alles so drumherum, weißt du? Dass wir hier nicht blöd irgendwie runterfallen oder so. Ich glaube genau, mal, den Rest richtig. Machen wir später auf jeden Fall. So, perfekt. Und wir haben hier Leitern-Vitamine. Schau mal. Ja. Okay. Ich gehe mal nach oben. Oh mein Gott, irgendwie sieht das echt krass cool aus, finde ich. Oh ja, würde ich sagen, ab geht es. Wir brauchen Leben im Aquarium. Füll es. Und ja, wir haben jetzt hier einen eigenen Ozean einfach hier auf unserer Skyblock-Insel. Was geht denn da? Noch ein Tintenfisch? Runter! Oh Mann, Freunde, wir schubsen mal Vitamine jetzt rein in das Becken mit den Tintenfischen. Und Vitamine, ab geht es, runter mit dir! Was ist das denn jetzt? Oh Mann, Vitamine ist einfach zusammen mit den Tintenfischen im Becken. Aber Freunde, wir haben jetzt hier so ein eigenes Meer aus verschiedenen Tintenfischen gemacht. Ey, kommst du hoch? So, Freunde, perfekt. Dann würde ich sagen, wir schließen das Ganze. Und wir sind wirklich fertig, Vitamine. Wir haben unser eigenes cooles Aquarium gebaut. Und Freunde, wie schaut das aus? Ich bin damit auf jeden Fall ultra zufrieden. Und du? Oh ja, guck mal, wir können jetzt immer von Weitem zugucken, wie die Tintenfische da drinnen rumschwimmen. Oh ja, aber ich würde sagen, Freunde, wir legen es doch mal hin. Und damit erstmal gute Nacht, Vitamine, ne? Gute Nacht. Sehr gut. Damit, Freunde, ist ein weiterer Tag um. Tag 3 ist oben auf unserer Skyblock-Insel. Und wir haben jetzt sogar ein eigenes Aquarium mit Tintenfischen. Das ist sowas von krass. Bitte lasst alle einen Daumen nach oben da für Tag 4. Oh ja. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.